Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 4. Heute habe ich keine Facecam und genau, so wollte ich nur kurz loswerden. Heute versuchen wir mit der Eisenbahn zu fahren. Plus, wir werden etwas Kleines ausprobieren, was ich schon gesehen habe. Das lassen wir aber das Fernglas mal hier und den Schlüssel. Wobei, mit dem Schlüssel können wir maybe da rein, aber egal. Wir nehmen ihn einfach mal mit, dann hätten wir ihn dabei. Ich nehme jetzt hier kurz genau eine Falle. Ja, muss mich kurz verstecken, weil ich glaube, er kommt. Wir gehen raus, rennen nach hinten, die Kamera hat uns gesehen, das ist ja klar. Wir gehen jetzt hier nach oben und versuchen irgendwie auf die Gleise zu kommen, in der Hoffnung, dass wir nicht direkt überfahren werden. Ah, sie ist auch schon da. Nein, nein, nein. Och, Mann. Okay, schade. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist denn dieser... Ach, hier ist dieser Raum. Da ist ja scheinbar... Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dort für den Raum brauchen wir den roten Schlüssel. Und da kommen wir dann hier rauf und so. Ach ja, genau. Das war so. Ich weiß es nicht. Wir warten. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Wir warten hier kurz, bis die Eisenbahn wieder kommt. Ich weiß nicht, ob man sie in dieser Version auch schon selber steuern kann oder ob das noch nicht geht. Genau, mach auf hier. Rein. Ah doch, okay. Genau. So, angehalten rückwärts. Da will ich euch da was zeigen. Ich glaube, wir parken da ganz kurz so. Ja, das sollte passen. Ich hoffe, die fährt jetzt nicht. Oh, wie machen wir das jetzt? Das ist jetzt unpraktisch. Egal, wir fahren erstmal weiter, warte mal. Wir können ja die hier steuern immer noch. Wir fahren hier mal zu jedem Bahnhof kurz. Hier rein zum Beispiel. So. Genau, die Eisenbahn. Okay. Was war das denn, Alter? Hä? Hä? Kann ich die aufheben? Nee. The fuck, Alter. Was zur Hölle? Okay. Wir gehen nochmal hoch. Okay, wir laufen jetzt vielleicht besser, sonst passiert wieder so ein blödes Malheur und das wäre nicht so praktisch. Ah, hier hätten wir auch nochmal eine Map für die Bahn hier, ja. Hier ist aber scheinbar einfach, ja, nix irgendwie. Okay, dann steigen wir wieder ein und parkieren wir die nochmal irgendwie. Weißt du gerade gar nicht? Ah, ne, warte mal, ich habe eine Idee, genau, weil hier unten gibt es nämlich noch ein anderes kleines Secret. Digga, oh mein Gott, wie viel Glück hatte ich denn schon wieder? Hä, mich droppt immer hier raus, wenn ich aus der Eisenbahn aussteige. Also irgendwie ist das noch ein bisschen verpackt. Aber eigentlich wollte ich hier auf die Gleise. Oh, lol. Ich hab's überlebt. Wir gehen hier mal kurz hoch. Da kann ich euch nämlich auch noch was zeigen, Alter. Genau, hier kommen wir jetzt rein. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht sterben. Und zwar gibt's hier unten... Nein. Digga. Das Problem ist... Och, Digga, wieso? Mann, ich will euch doch nur was zeigen. Hier unten. Seht ihr das? Diese zwei Augen. Diese zwei Augen hier unter der Decke, die blinzeln, glaube ich, auch. Ja, genau. Also, das ist halt auch eine Frage. Was ist das? Was soll das? Ist hier eigentlich irgendwo was? Nee. Hier ist auch das Fenster vernagelt. Hä? Wieso das denn? Wieso liegt denn hier oben eine Falle, Alter? Oh Gott. Lol. Hä? Ach, er ist im Runde gefallen. Was macht er denn, Alter? Wie bin ich denn gerade schon wieder gestorben, Alter? Hä? Also irgendwie ist es ein bisschen verbuggt, muss ich sagen. Wir rennen einfach vor dem Nachbar hier rein. Hab mich nicht mehr gesehen, lol. Geil, wir rennen hier einfach durch. Speedrun. Und dann versuchen wir jetzt nochmal. Warte mal. Was versuchen wir jetzt nochmal? Ach, ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich nochmal versuchen. Ach stimmt, hier steht die Eisenbahn. Genau. Ah ja, genau. Wir wollten hier runter. Oder ich. Jetzt hier rauf. Jetzt hier rein. Und dann hier durch. Ja, mein Inventar ist voll. Wir lassen die Falle erstmal hier. Brauchen wir später noch. Ich will den Stuhl wegnehmen. Hallo. Okay, danke. Zack, der kommt weg. Ja, hier seht ihr den Mond. Hier liegt hier ein Schirm. Die Mondtür. Wenn wir hier reinschauen. Ja, okay, wir sehen nichts. Aber das ist auf jeden Fall eine Geheimtür. Die kann man nur aufmachen, wenn Nacht ist. Macht noch Sinn. Das Ganze werden wir in einer der nächsten Folge dann mal auch rausfinden, was dahinter ist. Wo ist jetzt die Falle? Hier. Und zwar wollte ich euch was zeigen. Für das müssen wir jetzt aber eigentlich wieder da reinkommen. Weil die Eisenbahn sollte wieder fahren für das. Aber ich glaube, das reicht ja nicht. Ja. Okay, wir werden sterben. Ja, yep, toll. Oh, damn. Boah, Alter. Okay, wir müssen gleich die Eisenbahn wieder aktivieren, dass die da wieder irgendwie rumfährt, weil sonst ist scheiße. Alles klar, ich falle hier schon wieder runter. Perfekt. Okay, Leute, wir platzieren jetzt hier. Warte, jetzt habe ich da... So. Kurz hinschmeißen. Wir platzieren jetzt hier mal die Falle, weil ich glaube, die stürzt halt ab hier. Und wir versuchen jetzt was. Funktioniert, glaube ich, nicht bei... Also es ist nicht garantiert, dass es funktioniert. Also bei jedem Versuch. Das heißt, vielleicht müssen wir dann ein paar Mal probieren. Aber eigentlich grundsätzlich...
Spruch. Sollte es funktionieren. Daher können wir die Eisenbahn auch so wieder anmachen, weil sonst ist das jetzt ein bisschen scheiße. Ich hoffe, die kommt jetzt wieder. Nee, scheiße. Was machen wir da jetzt? Das ist jetzt natürlich unangenehm. Das Ding ist, da vorne ist auch nicht offen. Das heißt, ich kann auch nicht so reinschießen, dass ich den Schalter aktivieren könnte. Ach, damn, boy. Wie könnten wir das schaffen? Oh mein Gott, ich hätte es fast geschafft. Hä? Nein. Scheiße. Hä? Seit wann kam er da oben hin? Hier oben ist zwar nichts, aber... Hä? Hier ist ein Raum. Hä? Vorher konnte man doch da hier gar nicht hoch, oder? Bro, ich komme hier irgendwie nicht mehr runter jetzt. Ah doch, okay. Hier oben rein werden wir auch nochmal noch in einer anderen Folge gehen. Aber, oh, dazu später mehr halt, ja. Ich weiß nicht, können wir es schaffen, von hier reinzuspringen? Eigentlich schon, oder? Guck. Oh, wir sind nicht gestorben. Schaffen wir es hier rauf? Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir es wieder hier rauf schaffen irgendwie. Das ist jetzt natürlich schwierig. Wir können natürlich hier einfach kurz auf das andere Gleis hier, genau, und jetzt kurz außen rum rennen. Auf diesem Dach, wenn wir auf das Dach könnten. Oh, perfekt. Dann können wir von da reinspringen. Oh Gott, oder erstmal oben drauf, alles klar. Kann ich hier nicht irgendwie was... Ich komme hier auch gar nicht runter. Kann ich da nicht irgendwas drücken hier? Hallo? Oh Gott. Nein, hallo Nachbar! Ja, das war's komplett. Oh mein Gott, wie habe ich mich gerade gesaved? Nee, ich bin stuck irgendwie. What? Okay, Hauptsache ich habe überlebt, aber ich komme nicht mal an die Leiter. Ah doch, jetzt, okay. Hä? Das war übel komisch gerade. Ich will eigentlich runter und sollte eigentlich sterben, aber irgendwie... Also ich habe ja nichts dagegen, dass ich überlebt habe, aber... Wieso? Und jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Guckt euch das mal an, Alter. Ah! Oh mein Gott. Ja, okay, das war's komplett. Okay, wir versuchen es nochmal. Vielleicht sogar hier von den Gleisen. Maybe. Einfach hier rein. Oh mein Gott. Ich hätte eh drücken können. Alter. Oh, lol. Oh mein Gott, wie er direkt rauskam. Oh mein Gott, mein Herz. Scheiße, ey. Ja, okay, Leute, aber ihr glaube ich, das selbst... Ach, ich muss einfach irgendwie ein Video über das Game restarten, aber das ist scheiße, weil dann verliere ich den ganzen Progress und die Sachen fürs Ending und so. Aber ich meine, uns bleibt langsam keine andere Wahl. Ich meine, da sind 10.000 Kameras im Haus, überall sind Bärenfallen, Fenster sind zugenagelt, die Eisenbahn ist stuck und das ist halt... Und, okay, alles klar. Und... Ja, naja Leute, auf jeden Fall war es für diese Folge Hello Neighbor. Wir sind auf jeden Fall Zug gefahren und haben irgendwie sonst einfach gar nichts zustande gebracht. Ja, alles klar, Digga. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, das war ein Like und Abo da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ey. Willst du noch was sagen? Hä? What the fuck, Alter? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Yon had it on a t-shirt. Hipster ass chick, mega hips and the knees hurt. Yeah, you know I'm winning. This just the beginning. I ain't even started yet. Wait till I start spreading. Find me chilling with some niggas who be always down.